Hey Leute, Quarku hier! Viele Leute fragten mich auf Instagram, hey Quarku, wann kommt eigentlich das Was geschah mit Suku nach Avatar Video? Und wie soll ich sagen, ja, hier ist es. Also Leute, heute klären wir die Frage, was geschah mit Suku nach Avatar, und ich hoffe, dass ihr nach diesem Video mehr informiert seid. Ich werde mich wie damals im Was geschah mit Aang Video auf die Comics und am Ende auf eine teilweise Theorie beziehen. Denn wir haben in die Legende von Korra noch vieles über Sukos Vergangenheit und Zukunft erfahren. Falls ihr die Comics noch nicht gelesen habt, dann blende ich euch jetzt oben eine Minute ein, wo wir nicht mehr über die Comics reden. Und da dieses Video ziemlich aufwendig war, würde ich mich umso mehr über ein Abo freuen. Und ich würde sagen, reden wir nicht mehr so viel, los geht's mit dem Video. So Leute, ich beziehe mich jetzt nur auf die meiner Meinung nach wichtigsten Comic-Trilogien, wo wir die meisten Infos über Suko entnehmen können. Also reden wir heute über das Versprechen, die Suche und Rauch und Schatten. Es kann gut sein, dass sich manche Dinge wiederholen werden, wie zum Argen-Video, zu dieser minimalen Comic-Zusammenfassung. Denn das sind für mich einfach die wichtigsten Comics und die Geschichte bleibt ja eh immer gleich. Fangen wir einfach mal an. In dem Versprechen bekommen wir logischerweise, wie der Comic es schon sagt, das Versprechen von Aang, wenn Suko so werden sollte wie Ozai, dass Aang ihn töten würde. Die schlimmste Tatsache an diesem Versprechen ist, dass Suko dann einfach wirklich wie sein Vater handelte und fast einen Krieg anzettelte zwischen dem Erdkönigreich und der Feuernation. Obwohl Suko direkt am Anfang des Comics mit Kuei gesprochen hatte und ihm versprochen hat, die Feuernationskolonien zurückzuziehen und die Fehler seines Vaters wieder gut zu machen, ja, Suko, da hast du dein Wort anscheinend vorerst nicht gehalten. Obwohl Suko wirklich sagte, ich bin nicht wie mein Vater und Suko ihn hassen würde, hat Suko Ozai wirklich um Rat gebeten, wie man richtig herrscht. Das zeigt erneut, wie hilflos Suko überhaupt ist. Als die Feuernation und das Erdkönigreich schon auf dem Schlachtfeld gegenüberstanden und auf sich zurannten und bereit waren zu kämpfen, kam Avatar Aang und beendete deren Krieg und rettete Suko sogar noch das Leben. Dann hatte Aang mit Suko noch einmal gesprochen und Suko stand seine Fehler ein und entschuldigte sich. Am Ende sahen wir noch Azula, die in eine Zwangsjacke gesteckt wurde. So kann man diesen Comic in Kurzfassung zusammenfassen und jetzt mal zu die Suche. Die Suche handelt hauptsächlich um Suko und Azula, denn Team Avatar und Azula machen sich auf den Weg nach Suko und Azulas Mutter Ursa. Vorerst fragte Suko seinen Vater in seiner Zelle, wo seine Mutter sei, und er sagte, sie komme aus dem Dorf Hira, und da ging Ursa auch wieder hin, nach ihrer Verbannung. Jedoch hatte Ursa ein neues Gesicht von der Mutter der Gesichter erhalten und hatte ihre Erinnerung an Suko und Azula verloren, bis sie erneut zur Mutter der Gesichter ging und ihr altes Gesicht wiederbekam und ihre Erinnerungen auch. Dann ging sie zusammen mit ihrem neuen Freund Ikem und ihrer Tochter Kiji zur Feuernation, aber Azula ist irgendwie geflohen, weil, ich meine, wer hat schon groß Lust, wieder in eine Zwangsjacke gesteckt zu werden? Also, das wäre es mit der Suche, ab zu Rauch und Schatten. In Rauch und Schatten sehen wir Mais Vater Ukano, und dieser wurde von den angeblichen Kimurikake geweckt und diese erzählten ihm, dass er als Gouverneur versagt hätte von Neo Ozai und dass, wenn er Suko nicht stürzen würde, die Feuernation und seine Familie untergehen würde, weswegen er sich auch wieder an die Arbeit von Neo Ozai machte und versucht hatte, Suko zu stürzen und Ozai aus dem Gefängnis zu befreien und wieder Ozai an die Macht zu lassen. Als Suko und seine Mutter auf dem Schiff waren und zurück in die Feuernation wollten, bekam Suko einen Brief von den Kyoshi-Kriegerinnen, wo drinnen stand, dass Neo Ozai sie attackieren würde, weswegen er dann in ein U-Boot stieg und Iroh die Rolle als Interimsfeuerlord annahm und seine Hand rausstreckte, als sie in der Feuernation waren. Jetzt kommt ein großer Timeskip und wir sehen Suko gegen die verkleidete Azula als Kimurikage kämpfen und er konnte sie zurückschlagen. Am Ende drehte sich alles zum Guten und Neo Ozai konnte auch besiegt werden. Aber Suko und Mai haben sich leider getrennt, also sie sind nicht mehr zusammen für die Leute, die einen Beziehungsstatus von Suko gerne hätten. Mehr wichtige Infos bekommen wir nicht und das wäre schon mit den wichtigsten Comic-Infos meiner Meinung nach. Jetzt beziehe ich mich auf eine Theorie und auch auf die Legende von Korra. Wir sehen, dass der alte Feuerlord Suko, denn er hat sein Feuerlord abgetreten an seine Tochter Izumi, alt wurde. Er ist in Buch 3 von Korra einfach 88 Jahre alt und kann trotzdem wie ein Weltmeister Feuer bändigen und kommt eine kurze Zeit gegen den Roten Lotus an und das als 88-Jähriger ist richtig stark. Weswegen ich auch der Meinung bin, dass, wenn Suko jünger wäre, er Mitglieder des Roten Lotus hätte besiegen können, wie zum Beispiel Pili, Kazan und Ming Hua. Ich lehne mich, glaube ich, nicht weit aus dem Fenster hinaus, wenn ich sage, dass er es geschafft hätte. Wir wissen, Suko genießte seine Zeit im Ruhestand, nachdem er sein Feuerlord abgetreten hat, und in ein Gespräch mit Korra haben wir auch ein bisschen raushören können, dass Suko gerne Iroh in der Geisterwelt besuchen würde. Und da Korra die Tore offen gelassen hat, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass Suko auch wirklich Iroh besucht hat und sie einen Tee gemeinsam getrunken haben wie in alten Zeiten.
Ich glaube auch, wenn Zuko stirbt, dass er seinen Körper wie Iroh in der materiellen Welt zurücklässt und einfach mit Iroh zusammen in der Geisterwelt lebt. So Leute, das wäre es eigentlich auch schon wieder vom Video. Nochmal riesen Dank an CrossCult, die mir alle Comics zugeschickt haben und auch der Hauptsponsor von Avatar Gefragt Gejagt und mein Geburtstags-Livestream waren. Bei CrossCult könnt ihr gerne Avatar Comics kaufen für nur 7,90 € und ihr müsst keine Versandkosten bezahlen, also kauft da unbedingt mal ein. Der Versand erfolgt auch richtig schnell und ist kostenlos wie erwähnt. Falls ihr mal mit mir reden oder schreiben wollt, checkt doch mal mein Instagram oder Twitter ab. Beides ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir haben sogar einen Discord-Server mit Retsu, Fabian, Numa, Arota und mir. Also joint den doch auch mal, dieser ist ebenso in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr könnt dem Video auch gerne ein Like geben, wenn es euch gefallen hat und ihr nun besser informiert seid, da dieses Video, wie schon am Anfang erwähnt, ziemlich aufwendig war. Und wenn ihr kein Discord, Instagram oder Twitter habt, ja dann kann ich euch auch nicht weiterhelfen. Trotzdem danke fürs Zuschauen, bis die Tage und Sayonara.